Also seit dem letzten Mal sind jetzt, glaube ich, 2 Tage oder so vergangen und ich habe jetzt nicht wirklich viel gemacht. Hier ein bisschen die Wände gemacht, ein bisschen hier das Portal verbessert und das war's im Prinzip auch. Ich wollte jetzt irgendetwas machen, genau. Wir brauchen Holz. Okay, dann kümmern wir uns jetzt erstmal um den Hafen. Und zwar, was ich vorhatte. Zwar war die Idee, hier ist alles reiner Hafen und hier machen wir so ein fettes, wie soll ich sagen, Viereck, das bis ungefähr da lang geht. Was auch so eine Art Hafengebäude ist. Ans Ende machen wir so einen kleinen Kran, also der so rund ist. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Der ist hinten so rund mit so einem fetten Rad. Und zwischen dem Kran und der Region hier mache ich vielleicht so ein paar kleine Hallen. Ein paar Frachthallen, wo man seinen ganzen Kram verstauen kann. Wie heißen die Dinger? Lagerhallen? Erstmal muss der ganze Krempel hier weg. Gehen wir schon die ersten Pionschen machen. By the way, ich habe es euch, glaube ich, noch gar nicht gesagt. Wo ist es? Wir hatten seit dem letzten Mal einen kleinen Unfall hier gehabt. Und deswegen habe ich jetzt fürs Erste die Fische, die hier drin waren, evakuiert und in einen Eimer reingetan. Ist sehr traurig, ist sehr traurig, aber muss jetzt so sein. Da verbinden wir das hier alles schnell und dann gehen wir auf die kleine Expedition. Wir brauchen Schwarzeiche und Ranken. Vielleicht finden wir noch irgendwas Cooles, was wir vielleicht noch gebrauchen können. Und dann müssten wir. Oh, warte, ich wollte ja Dias nehmen. Ha, ups. Ich, Dommerchen. Bakamitoi. Koromonanone. Nanara, Tsugide. Tsugide. Dame, dane. Dame, do. Dame, nani, yo. Dandara. Bakamitoi. Perfekt. Ich habe mir überlegt, wenn ich irgendwann ein zweites Haus, vielleicht so eine kleine Ferienhütte oder sowas hinbauen, dann ist das hier eigentlich mehr oder weniger der perfekte Ort dafür, oder? Hier ist sehr viel Wasser, hier gibt es einen ganz netten Ausblick. Generieren Bäume schon immer so? Ich frage einfach nicht nach. Ich nehme das jetzt einfach so hin. So, ich besorge mir jetzt erstmal den ganzen Kram, weshalb ich überhaupt erstmal hier bin. Das, naja, wieder nachwächst. Oh, hat er mich erschreckt. Oh, Hilfe. Oh, okay, alles gut, alles gut. Oh, mein Herz hat mir ge mein Herzarzt hat mir eigentlich gesagt, ich soll mich nicht so oft erschrecken, aber oh, Hilfe. Okay, hier ist der Hafen. Hier werden wir dann gleich weiterarbeiten und hierfür brauchen wir auch das ganze Holz. Und zwar, ich kenne so einen Trick und zwar, also, ihr seht, wie hell dieser Block ist. Wenn ich jetzt darunter dunklere Holzstämme hinmache und die dann schere, dann gibt das so diesen, Wassereffekt, wenn ihr wisst, was ich meine. Also man sieht dann sofort, welcher Teil von dem Baumstamm unter Wasser war und welcher darüber. Oh, ich ertrinke. Oh, ist los. Schnell, schnell, schnell noch bauen. Schnell noch bauen. Ah, okay. Das wird so nix. Aua, 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 aua. Nein, 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 nein. Bleib doch nicht stecken, Junge. Okay, das war gerade knapper, als es sein sollte. Alter Schwede. Was ist das? Alles okay mit dir? Okay, ich war gerade dabei, dich aus deiner von deiner Misere zu erlösen, aber anscheinend hast du das auch selber hingekriegt. Zack. Oh, dieses dreckige Kelp, ey. Oh, Pain. Pain. Alter, okay, man kann es auch übertreiben mit dem Trinken, ey. Alter Schwede. Heute ist der 1. April. Deswegen, wir können nicht einfach am 1. April streamen, ohne wenigstens ein bisschen für Chaos zu sorgen. Deswegen gehen wir jetzt erstmal an einen Ort, an den ich hingehen will. Freut mich das. Doch, ja. Ist jetzt gerade eine Fledermaus ohne Grund gestorben? Und wo bin ich eigentlich? Bin ich gerade wieder bei mir zu Hause angekommen? Hä? Wie habe ich das jetzt geschafft? Okay, das ist jetzt ein bisschen awkward. Zumindest weiß ich jetzt, wir müssen da lang. Ich wandere ja so gerne. Am Rennsteig hier im Wald. Hier ist zwar weder Wald noch ist das hier Thüringen, aber ich muss es singen. Sonst kann ich nicht anders. Ich hätte mir vielleicht ein Boot mitbringen sollen, ne? Ah, da ist es. Da hinten ist es. Oh, Hilfe! Oh, man merkt, wir sind da. Die Frames volle Bude droppen. Wir sind da. Wir sind da. Okay. Also, das hier sind Werbetafeln von gewissen Leuten hier auf dem Server. Das ist der von Stan, das ist der von Inform da drüben.
Ich würde sagen, ich habe jetzt Stein ohne Ende mit. Lasst uns hier unsere eigene kleine Duftmarke setzen. 1, 2, 3, 6, 7. Ja, jetzt habe ich mich verzählt. Wartet mal. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, oh nein, das sieht von hier aus nicht richtig aus. Oh, das sieht cursed aus. Oh, das sieht cursed aus. Alter Schwede. Jetzt müssen wir ein bisschen Minecraft Magic hier machen, indem wir hoffentlich wird das jetzt nicht zu sehr laggen. Okay, das ist wirklich viel kleiner als ich dachte. Okay, wir versuchen es jetzt einfach nochmal von vorne. Warum ist da noch ein Entity? Wo ist hier noch ein Entity? Oh, Dreck, das hätte ich. Hilfe, Hilfe. Oh, jetzt ist mal wieder Pain. Kann ich einen Minecraft-Stream haben, ohne den Ultimate Pain hier zu spüren, ey. Okay, was haben wir jetzt noch hier alles verblickt? Ich nehme jetzt alles, was ich im Inventar habe. Hauptsache, es funktioniert irgendwie. Aber irgendwie wird es noch nicht ganz funktionieren. Aber jetzt denke ich mal. Ah, das war wahrscheinlich der Entity. Ah, okay, jetzt habe ich's. Unnötig dick, aber. Oh ja. Oh ja. Jawohl. Das ist ein Träumchen. Das ist ein Träumchen. Ah, das ist doch gut. Das ist super. Ich bin zufrieden. So. Gut. Alle Spuren verwischt. Es gibt keine Beweise, dass wir hier jemals da waren. Gut, lass uns zu Stan gehen. Stan, sein Gehirn ist hier drinnen. Ah, Comedy Gold. Comedy Gold ist das hier. Alter Schwede. Aber ich muss sagen, es sieht sehr nice aus. Er baut sehr groß, wie es aussieht. Lass uns mal bei Inform oder so mal vorbeischauen. Vielleicht hat er was Neues. Oh, ich nehme mal an, das hier ist Benny. Ich werde es einfach nicht hinterfragen, wie alle anderen Sachen auf dem Server auch. Ich habe gehört, er hat hier sehr viele verschiedene Gänge. Vielleicht können wir das ein bisschen versteckter hier irgendwo machen. Okay. Was ist so das Hinterste? Ich habe das Gefühl, Stan hat seine kleine Duftmarke hier gesetzt. Ist aber nur so ein Gefühl. Der Junge, der hat gegrindet. Er hat gegrindet. Alter Schwede, hat das hier auch irgendwie ein Ende oder sowas? Ey, Alter. Ich würde sagen, lasst uns das mal hier hinbauen. Habe ich noch. Ah, ich hätte vielleicht ein Feuerzeug noch mitnehmen sollen. Dann hier noch ein bisschen Feuer wäre eigentlich schon ganz nice. Ja, ich denke mal, so passt das doch. Mache ich hier mal ein bisschen ja, Licht hin, so ganz unauffällig. Ah, es geht wieder weg, ey. Haben wir noch Netherrack? Rein zufällig. Weil ich hab gesehen, dass er das oben noch hatte. Ist das zu viel Feuer? Ich glaube, das ist so viel Feuer, dass man nicht mal richtig die Schrift hier erkennt, oder? Ja, ich denke mal, so passt das doch. Ich denke mal, so passt das doch. Sieht hier alles völlig normal aus. Absolut nichts komisch hier dran. Wir gehen jetzt einfach mal hier weg und wenn jemand fragt, wir sind nie hier gewesen. Oh, Hilfe. Okay, also wenn jemand fragt, hier ist der ganze Kram, der eigentlich Benny gehört und alles von ihm finanziert und ich denke mal, das wird schon passen. Und zwar, es sind jetzt ein paar Tage vergangen. Ich habe jetzt an Ostern ein wenig hier an der Base weitergearbeitet und sagen wir es mal so, ein wenig Fortschritt ist tatsächlich zu verzeichnen. Habe ich jetzt endlich die ganzen Gärten hier oben fertig gemacht, die ganzen Büsche dahin getan, so wie ich das ursprünglich auch vorhatte. Und ich habe jetzt auch endlich die ganzen Laternen aufgehängt mit den Ketten. Und wenn wir jetzt hier mal rausgehen, ich habe den Boden ein wenig geändert, beziehungsweise die Treppe. Und zwar das hier ist poliertes Andesit in diesem Texturenpaket. Es sieht aus wie Stein, aber es ist Andesit wegen diesem Texturenpaket. Und ich habe schon mal angefangen, hier diesen Rand hier zu machen. Quasi diese, soll ich sagen, Befestigung. Und hier unten habe ich jetzt endlich beim Hafenbereich ein wenig aufgeräumt. Ich habe hier jetzt endlich einen richtigen Weg hingemacht. Und hier so eine kleine Abgrenzung. Hier muss ich auch noch irgendwas machen, aber ich weiß noch nicht was. So, wie viele muss ich jetzt hier platzieren, damit hier unten keine Creeper mehr spawnen? Weil der einzige Grund, warum hier 100.000 von diesen Fackeln sind, ist, weil hier Creeper ohne Ende immer spawnen. Aber an sich bin ich zufrieden. Bin ich zufrieden, was wir heute hier unten erreicht haben. Und zwar beim nächsten Mal werden wir dann
Ich werde ein wenig hier weiterbauen, vor allem unten in der Hafenregion. Würde ich sagen, könnten wir dann schon beim nächsten Mal hier mit diesem Teil der Karte hier anfangen, weil bis jetzt ist das hier nur Stein. So sieht jetzt der Plan aus. Und ja, ich würde sagen, damit sollte es auch für heute reichen.